Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage überfordert fühlen. Boot AI ist der Ansprechpartner rund um das Thema künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistungen, Prozessautomatisierung und viele mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Mild und extra stark, heute im Outback, im Outdoor-Bereich unseres Loftes. Mit dabei natürlich wieder Michael Pieper. Hallo Michael. Hallo Norman. Hallo ihr da draußen. Die Bienen summen und die Vögel zwitschern. Und es ist richtig warm. Es wird schon ganz schön, ja, heiß. Es gibt tatsächlich Tage, an denen ich mir nicht sicher bin, inwieweit ich die konsequent meine eigene Markenführung schwarz zu tragen, tatsächlich weiterführe, aber nur die Harten kommen in den Vorgarten und genau da sitzen wir heute mit einem Kaffee, mild und extra stark und einem Zitat, Michael. Jawohl. Du hast uns ein Zitat mitgebracht. Genau. Ich habe wieder mal ein Zitat mitgebracht und heute lautet das Zitat: Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Sehr schön, das wiederholen wir gleich nochmal, nachdem ich das Mikro gerichtet habe. Okay. So, okay. Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Da hast du dir aber wieder echt ein Ding einfallen lassen. Ja, ich meine, ich muss sagen, als ich das so gesehen habe, hat es mich direkt so ein bisschen so angelächelt. Und ich habe auch gleich so an dich gedacht. Weil ich dich ja auch als jemanden kenne, ich sag mal, der auch ein Querdenker ist. Ja, und auch so wie im Unternehmen gerne auch mal querdenken. Und nee, das hat mir gleich gefallen. Also, ich meine, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Kann ja jetzt natürlich vieles bedeuten, aber auch einfach mal vielleicht gegen den Mainstream einfach auch mal nicht das zu machen, was alle machen, weißt du, sondern mal zu sagen, okay, ich gegen die Bedenkenträger und gegen die Widerstände jetzt einfach mal, ziehe ich mal einfach mal so eine coole Idee durch. Mhm. Ja. Du hast vorhin auch noch was ganz Interessantes gesagt, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, mit der Klarheit. Ja. Also das ist vielleicht nochmal so ein anderer Aspekt, ne? Also so der eine Aspekt ist der, den ich so sehe, ist halt so sich gegen Widerstände durchzusetzen und halt nicht beirren zu lassen, auch wenn es vielleicht erst so scheint, als wäre die Strömung so, dass man sich ihr beugen muss oder, ne, es ist natürlich auch immer einfacher, mit der Strömung zu schwimmen. Mhm. Das ist so der eine Aspekt, den ich so sehe. Und hier auch wieder, um es nochmal gleich ein bisschen aufzuklappen, bevor ich dann gleich zu dem anderen Aspekt komme, sehe ich auch wieder so einerseits, ich meine, das ist ja schon, wird ja ein bisschen so zum Prinzip bei uns, wieder so den privaten Bereich, den persönlichen Bereich, also auch vielleicht so Richtung Persönlichkeitsentwicklung.
Und auf der anderen Seite jetzt aber auch im Unternehmen, ne? Also hinsichtlich von Strukturen, aber auch wirklich Ideen und so weiter also gerade vielleicht so eine neue Projektidee oder so, ne, oder wo alle sagen, nee, das kannst du nicht machen oder so, ne, das ist, ist übrigens auch ganz spannend, dass warum sind Ideen und Innovationen so selten? Ja, ja, genau. Weil genau. Es eigentlich eine Vermeidungsstrategie in der Natur des Menschen liegt, Energie aufzuwenden, um gegen den Strom zu schwimmen. Absolut, ne? Ist ja wieder viel zu anstrengend. Wer weiß, was da alles passieren kann, ne? Wenn ich jetzt gegen den Strom, ich meine, habe ich ja vorhin auch kurz so dieses Bild, kann man ja vielleicht auch nochmal so bringen. So, ich finde es ja so geil, so wenn man so die Lachse, die dann so zurück zu ihren Laichgebieten, glaube ich, sich dann irgendwann auf den Weg machen und voll abgehen und man sich nur so denkt, boah, was für ein Kraftaufwand. Aber die folgen dann ihrem Instinkt, die ziehen das halt einfach so durch. Ne? Mhm. Und okay, ist natürlich auch immer, also jetzt um wieder auf das Innovationsthema zu kommen, immer natürlich dann auch ein gewisses Risiko, weil dann ja irgendwann die Leute sagen könnten, da siehst du, habe ich dir doch gesagt, ne, kannst du nicht, ne, jetzt hast du dann die Energie aufgewendet, gegen den Strom zu schwimmen, also dein Ding durchzuziehen oder auch mal eine Idee zu verfolgen gegen die Widerstände. Und dann läufst du natürlich auch noch Gefahr, hinterher dir anhören zu müssen, ja, habe ich doch von Anfang an gesagt. Und die Frage ist, was du daraus machst. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Challenge bei der ganzen Geschichte. Du hast vorhin gesagt, je näher du an der Quelle bist, desto klarer ist das Wasser. Und mir ist da sofort eingefallen, die Quelle ist ja dein inneres Ich. Ja, sowohl emotional als auch Ratio, dass du im Grunde sagst, du entwirfst erstmal die Konstruktion einer Idee mit deinen ganzen Emotionen, weil du beispielsweise irgendwie dir ist aufgefallen, dass da etwas fehlt, ja, und du gern dafür etwas entwickeln möchtest, ne, ob das jetzt im Unternehmen ist, ob das ein Startup ist, völlig egal, oder auch im Privaten. Ja. Und das... sobald du rausgehst mit der Idee, sobald sie so dein Geist verlässt, dein Bauch verlässt, ne? Also sobald sie in Form von einem Gespräch kommuniziert wird, wird sie gefärbt. Ja, ne? Ja, also dann verliert es so ein bisschen die Klarheit. Ich glaube, die große Herausforderung ist tatsächlich immer wieder die Möglichkeit zu haben und auch die Energie aufzuwenden, wie der Lachs, nochmal gegen den Strom wieder zurück zur Quelle zu finden. Ja, okay. Und die Färbung wieder rausnehmen zu können. Und ich glaube, das ist auch das, was oftmals in Unternehmen schwerfällt und oftmals vielleicht auch uns persönlich sehr schwerfällt, ja? Weil wir durch die Färbung ja auch ein Stück weit gelenkt werden. Ja? Also wir haben ja tatsächlich, ob wir jetzt die Idee unserem Lebenspartner erzählen, unserem Geschäftspartner erzählen, da kommen ja dann zusätzliche Argumente. Und je breiter das wird, ja, desto schwieriger ist es tatsächlich wieder zurück zum Ursprung zu gehen und zu sagen, okay, oder um bei dem Bild zu bleiben, je länger du flussabwärts fließt, desto schwieriger wird der Weg zurück zur Quelle werden. Ja, natürlich. Und wenn du diese Verbindung aber verlierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Idee scheitern könnte, ja, weil du zu wenig Einfluss hast, weil du sehr viel Einfluss von außen hast, natürlich sehr hoch. Ah, okay, also auch nochmal ein total interessanter Aspekt. Also was ich so nachvollziehen kann, ist so die Verbindung sozusagen zur Quelle zu halten. Wenn die sozusagen die Trübungen aufgrund von Bedenken, von Argumenten, die hinderlich sind, kommen, kann ich das auch total gut verstehen. Aber ich habe gerade auch gedacht, natürlich in solchen Prozessen können es ja auch, kann die Färbung ja gerade jetzt nochmal genau das sein, was jetzt nochmal so, ne, was Schöne oder was die Idee weiterführt, ne, und entwickelt. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich, oder vielleicht meinst du es auch so, was natürlich wichtig ist, so verbunden zu bleiben und auch so das ursprüngliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren oder sozusagen sich nicht zu verlieren darüber, ne, über wenn alle dann, ne, noch mitmischen und noch grün und blau. Ne? Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Mhm. Also das klassische Organisationsmodell eines Unternehmens ist eine Pyramide, mal so ganz abstrakt dargestellt. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass im mittleren oder unteren Teil der Pyramide eine Idee am Entstehen ist. Dann ist die Idee nicht nur den Bedenkenträgern ausgeliefert, sondern auch den Prozessen ausgeliefert im Unternehmen. Ja, so. Klar. Das heißt, das muss durch Freigabeprozesse, muss durch Abteilungsleiter, die vielleicht keine Lust haben, mehr Aufwand auf sich zu nehmen. Oder, muss ja noch nicht mal mutwillig sein, ja, oder
grob fahrlässig, sondern es kann natürlich auch sein, dass es Know-how fehlt, ganz schlicht und ergreifend. Man sich es einfach nicht vorstellen kann. Ja. Ja, geh mal in ein Unternehmen, sprich mal über künstliche Intelligenz, das ist für die unvorstellbar. Ja, das hat ja noch nicht mal was mit Glauben zu tun, sondern das können sie einfach schlicht und ergreifend nicht vorstellen, was da technisch heute möglich ist. Deswegen ist ja auch das Thema Digitalisierung so wahnsinnig komplex, weil es und auch so wahnsinnig gefährlich für Unternehmen, wenn ich diese Digitalkompetenz nicht im Haus habe. Ja, ja, das macht dann halt, ich sag mal, Angst oder schafft Verunsicherung und die lähmt dann und führt jetzt nicht dazu, dass ich denke, wow, yeah, ich habe jetzt Bock, genau, jetzt ist die Zeit ist reif, wir müssen jetzt auch mal loslegen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, nehmen alle mit, sondern man verdrängt es dann wahrscheinlich oder denkt sich so, ach, so schlimm ist das gar nicht oder schafft dann wieder Gründe, Argumente, um es jetzt halt nicht zu machen. Ne? Ja, oder man schafft einfach auch Prozesse wieder. Ne? Also man nimmt die Innovation und sagt, tolle Idee. Schick die mal so in die... Wir machen daraus einen Prozess. Ja. Und dann gibt es Abstimmungsprozesse. Mhm. Ja, dann gibt es interne Workshops, ja, wo dann natürlich nicht die Querdenker und Macher sitzen, sondern da sitzen die Prozessbeteiligten, ne, diese alten Pyramidenprozesse mit am Tisch. Ja, ja. Und malen das, diese Idee einmal durch die Mühle, ja? Und da am Ende kommt entweder ein sehr geschwächtes Konzept raus, was nicht viel Mut braucht, ja, wenn wir über Risikoabschätzungen nachdenken. Ja? Also Ziel von einem Unternehmen ist ja, das Risiko zu minimieren. Du wirst ja nie oder sehr selten ein Unternehmen finden, was sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, ja? Sondern nimm mal eine provokante Werbekampagne. Kommt einer um die Ecke mit einer provokanten Werbekampagne, alle haben Angst, oh, Shitstorm, was kann die Presse über uns erzählen? Ja? Aber die Abwägung ist doch gut, wenn sie über uns erzählt, bevor sie gar nichts über uns erzählt. Ja, ja, das ist so interessant. Das zu nutzen. Ja, weil das ist so interessant, weil so, ne, es fällt mir gar nicht so leicht, mich da so reinzudenken, weil, ne, so wie wir jetzt so arbeiten und flowen, ist das ja quasi so ganz, also, ne, läuft es ja anders zum Glück. Ne? Und aus meiner Perspektive wäre jetzt sozusagen jetzt gerade bei dem Thema Digitalisierung gar nicht gegen den Strom, sondern also da wäre sich dem zu verweigern, wäre ja gegen den Strom zu schwimmen und quasi ein höherer Kraftaufwand als zu sagen, okay, der Strom steht auf jeden Fall auf Digitalisierung und jetzt sehe ich mal zu, dass ich mal, ne, mich gut aufstelle. Ne? Und ich hatte gerade noch so ein Bild, ich weiß nicht, ob das jetzt weit führt, aber du hast ja noch eine dritte Möglichkeit, du kannst mit dem Strom schwimmen, du kannst dagegen an die Quelle, aber du kannst ja auch mal ans Ufer gehen und dir angucken, wie so die Lage ist und einfach mal so den Strom verfolgen. Ne? Gut, dass du sagst, weil das ist ehrlich gesagt so meine Einschätzung. Mhm, also viele steigen aus. Mhm, ja, also sagen gar nicht so sehr Mainstream. Ja, das sind eher die Medien, die jetzt Digitalisierung ist ja an jeder Ecke, kannst an jedem Kiosk kaufen, steht auf jedem Kaugummi drauf. Ja. Und ich glaube, viele Unternehmen haben Ängste, haben fehlende Prozesse, fehlende Kompetenzen, die steigen tatsächlich aus, ja, um zu sagen, mitschwimmen bringt nichts, weil ich es nicht verstehe. Gegen Strom schwimmen schaffe ich auch nicht, weil mir die Assets fehlen. Ja. So, das heißt, ich steige jetzt aus und beobachte das Ganze. Aber aussteigen bedeutet halt Stillstand. Ja. Da sehe ich halt ein Riesenproblem, sich Zeit zu geben. Ja? Also zu sagen, okay, oftmals ist es ja so im neuen Jahr, 1.1.2018, da gehen wir Thema Digitalisierung an. Ja, und dann schaust du dir an, nach 9 Monaten ist nichts passiert. Du hast Ziele definiert, du hast einen Prozess meinetwegen definiert, ja, du hast Arbeitstreffen gehabt, jeder ist sich klar, wenn wir nicht mitspielen, dann gibt es uns übermorgen nicht mehr und nach 9 Monaten hast du 0 Ergebnis. Ich meine, und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, und da können wir vielleicht mal über ganz konkrete Anwendungsfälle sprechen. Ich wollte es gerade sagen, oder beziehungsweise, was wird man dann, ne? Hintergründe haben wir ja jetzt schon ganz gut beleuchtet. Also die Prozesse und so diese Strukturen lassen sich ja jetzt auch nicht so ohne weiteres auflösen. Das ist ja auch immer so gewachsen und gar nicht so leicht. Gerade jetzt umso größer das Unternehmen, umso mehr sind sie eigentlich auch prozessabhängig. Aber was würdest du jetzt quasi empfehlen? Wie kann man Wege erzeugen, trotzdem Innovationen zu entwickeln, das Thema angemessen und umfassend anzugehen und dann auch wieder, also sozusagen, dass dann der Lachs dann auch wieder an die Quelle kommt sozusagen. Ne? Also vielleicht ein Disclaimer vorneweg, weil ich sehe ganz viel im Moment, dass
Digitalisierung ist ein Trend, ist ein Hype, jeder will was dazu beitragen. Mhm. Und oftmals sehe ich zumindest, dass vor allem auf Beratungsebene Schablonen verteilt werden. Mhm. Ja, also Digitalisierung ist nicht Schablone. Es gibt keine Methode, die für jedes Unternehmen anwendbar ist. Es gibt keine Strategie, die universell ist. Mhm. Ja, also das muss man einfach verstehen, dass es immer es sind immer andere Mitarbeiter, es ist eine andere Unternehmenskultur, es ist ein anderer Führungskräftemangel. Auch anderes Geschäftsmodell und Produkte und Geschäftsmodelle, Kompetenzen. Ja. Ja, es sind andere externe Partner, die mitarbeiten. Also es ist so individuell wie nur irgendwas. Ja. Ja. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass selbst die Beispiele, die wir jetzt bringen, Impulse sind, aber eine konkrete Handlungsempfehlung immer aus der Gesamtsituation, aus der Betrachtung der Gesamtsituation abgeleitet. Das ist ja schon die erste Handlungsempfehlung, würde ich sagen. Also individuell schon mal, was auch immer. Sich individuell verstehen. Also deswegen ist ja auch unser Ansatz mit Markenrebell immer von der Marke kommend und sich selbst als Marke zu verstehen und sich selbst als Individuum zu verstehen. Dann wird man auch verstehen, dass man als Unternehmensmarke individuell zu verstehen ist. Also man kann jeden Berater zum Teufel schicken, der einem irgendwelche Standards verkaufen möchte. Sobald er einen Koffer aufmacht ja, und die Standard-PowerPoint-Präsentation abspielt, was ist notwendig, ja, jetzt rege ich mich wahrscheinlich wieder zu viel auf, aber das liegt an dem Kaffee. Ich denk, vielleicht sollten wir mal extra stark und mild machen. Ich erlebe dich eher wie den Lachs, der jetzt so durch die, nicht die Wellen, aber so durch den... durch den Fluss schwimmt, weil das ist einfach so dein Thema, sag ich mal, das merkt man einfach, aber ist doch super, also ich finde das gut. Es ist einfach, es ist in der Zeit, wie damals, als das Internet rauskam. Und jedes Unternehmen wollte eine Website haben. Also was ist passiert? Es entstand eine Industrie von Webdesignern, die gesagt haben, brauchst eine Website? Ich mache dir deine Website. Ja, klar, so, klar. Das heißt, alle Webseiten, die entstanden sind, war nichts anderes wie eine digitale Visitenkarte. Das heißt, die Unternehmen waren alle geschädigt, weil sie sich gesagt haben, ey, sorry, seitdem ich die Website habe, habe ich keinen Mehrwert. Ja, ja. So, und jetzt kommst du um die Ecke, willst nochmal einen Relaunch machen. Ja? Und das ist... Ja, okay. Und an diesem Punkt sind wir jetzt so ein bisschen, nicht bei allen Beratern, aber und bei allen Digitalisierungsspezialisten, aber wir sind irgendwie an einem Punkt, wo es eben nicht darum geht, so standardisierte Werke über jedes Unternehmen zu stülpen. Aber das ist ja wie ein bisschen bei der Website-Entwicklung auch, das dauert dann wahrscheinlich einfach so seine Zeit wieder, bis dann eine Individualisierung stattfindet, bis am Anfang stürzen sich alle drauf und dann wird es mit der Zeit wahrscheinlich dann ein bisschen konkreter. Und ich habe gerade nochmal gedacht, natürlich, also sehe ich genauso, individuelle Lösung. Man muss erstmal vielleicht auch ein Stückchen Selbstreflexion auch als Unternehmen machen. Wer sind wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Mhm. Wo sind die Bedarfe und so, Ziele? Aber hinsichtlich der Strukturen und dieser hemmenden Strukturen gibt es ja schon so verschiedene Lösungsmodelle, also sprich jetzt eins wäre ja zum Beispiel eine externe Beratung, aber oder auch so, wo wir ja auch schon hier und da drüber gesprochen haben, diese Inkubationsmodelle und so, also da ist ja eine gute Chance, um Innovation, aber auch jetzt, sei es ein neues Geschäftsmodell
und so weiter entwickeln zu können, ne? Ohne sich hemmen zu lassen von den Strukturen. Also ich glaube, bei allen Überlegungen, bei allen möchte gern Strategien und Schablonen, die man so vielleicht für sich selbst entdecken möchte. Also wir streben immer nach dem nach dem Trick, nach dem Hack, nach dem Weg, der funktioniert, nach dem System. Ja. Und ich glaube, worauf man sich verlassen kann und auch muss, ist immer das Eigene. Ja? Das heißt, nicht verlassen auf den Externen, Partner, Dienstleister, Berater, was auch immer, sondern unbedingt auf das Interne fokussieren. Das heißt, ja, aber wenn stell dir mal vor, wir würden jetzt hier im Garten sitzen. Aha, das tun wir. Gut. Und stell dir mal vor, wir sagen jetzt, irgendwie wollen wir den Garten zukunftsfähiger gestalten. Mhm. Also wir wollen, dass sich hier Tiere ansammeln und wohlfühlen, ja, damit die Bienen fleißig arbeiten können und damit hier irgendwas Tolles entsteht. Wäre dann ein Vorschlag zum Beispiel zu sagen, lass uns doch so einen Teich integrieren als Biotop. Mhm, und der Biotop funktioniert ja für sich, ohne Einfluss von außen. Ja, aber du brauchst auch gewisse Kompetenzen, um den erstmal anzulegen. Moment, ja. Aber dass man sich bewusst macht, ja, dass man den Biotop nicht im Garten des anderen anlegt, sondern im eigenen Garten. Ja, und gut. Vielleicht auch sagt, okay, das Zusammenspiel mit der Pflanzenwelt, jetzt sind wir schon in der Landwirtschaft tätig, das Zusammenspiel mit der vorhandenen Pflanzenwelt und diesem Biotop muss ja sichergestellt sein. Das heißt, natürlich brauchst du einen Moderator, du brauchst einen Coach, du brauchst vielleicht auch die Digitalkompetenzen, die du vielleicht in-house nicht hast. Ja. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der die Digitalkompetenzen findet, die du bei dir einstellen kannst und so weiter. Okay. Ja, völlig klar. Es nützt natürlich nichts, jetzt aber das wichtig, in Auftrag zu wichtig irgendwo. Ist ja zu verstehen, dass dieser Biotop autark funktioniert. Mhm. Ja. Von den Prozessen, die dein Unternehmensmodell vorsieht. Ja, das heißt, da sitzt ein Team in diesem Biotop, ob das jetzt so eine Inhouse-Unit ist, ob das einfach nur ein Team ist mit Leuten aus verschiedenen Abteilungen und die agieren miteinander völlig autark von irgendwelchen Freigabeprozessen oder von irgendwelchen Machtspielchen oder Einflussnahmen auf Vorstandsebene oder auch Geschäftsführungsebene. Auch von der Pyramide, die du vorhin so sondern beschrieben sind frei, hast. Sondern weitgehend frei. Weil wie soll man wie soll man in der Pyramide halt auf gute Ideen kommen und innerhalb dieser Prozessstrukturen. Also wie man jetzt das Biotop auch immer anlegt, es soll auf jeden Fall auf dem eigenen es kann ja jetzt auch übertragen, man könnte jetzt sagen, ich könnte eine Tochter Firma gründen, ich könnte... Ist vielleicht zu schnell und zu weit gegriffen am Anfang. Mhm. Kann sein, absolut, kann eine Perspektive sein, dass ich sage, okay, ich muss es einfach so weit wie möglich fernhalten von meiner Unternehmensarchitektur und sage, das ist ein Startup, völlig autark, eigene Firma, Tochtergesellschaft meinetwegen. Ja. Mir geht es aber vor allen Dingen um die Art zu arbeiten, um die Art zu kommunizieren, um die Art Prozesse selber zu entwickeln. Und jetzt kommt die Synergie, der Biotop hat ja Einfluss auf den Garten, der ihn umgibt, klar. Dass ich quasi Dinge, die funktionieren, adaptieren kann. Ja, vor allem dann kommen ja die ganzen Bienchen und alle dann eh irgendwann angeflogen, wenn ein tolles, aber im Grunde hast du es gerade schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil ich denke, in der Übertragung ist es nämlich dann wirklich wichtig, auch das, was im Biotop entsteht, dann auch wirklich zurückzuführen ins Unternehmen, weil sonst nützt das alles nicht. Dann hast du ein tolles, egal ob jetzt eine Digital Unit oder, weil das ist ja auch eigentlich eine coole Idee, du hast so ein Querschnitt-Team irgendwie, die dann in gewisser Weise freigestellt sind und die entwickeln geile Sachen. Mhm. Nur wenn es dann hinterher wieder auf der Vorstandsebene oder wo auch immer in dem und dem Gremium dann nicht durchkommt oder selbst wenn die mitziehen und sagen, super Ideen und dann muss es ja trotzdem irgendwie da nach dem Pyramidensystem top-down irgendwie gebracht werden und wenn es dann da wieder hängt, also wie macht man das jetzt? Wie kann man jetzt die Ergebnisse zurück ins Unternehmen führen, in welchem Modell auch immer? Ne? Also erstmal braucht dieser Biotop oder nennen wir ihn Inkubator, wie du vorhin gesagt hast, erstmal braucht der
ein eigenes Reglement. Ja, und so eine Legitimation auch quasi. Legitimation, ne? Ja. Und auch eigene Spielregeln. Nämlich vor allem die wichtigste Spielregel ist, eben nicht abhängig zu sein von dem Unternehmen selbst. Mhm. Ja? Und das muss getragen werden vom C-Level, vom Vorstand. Also die Entscheider eines Unternehmens müssen dieses Projekt fördern, aber nicht versuchen zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Also wenn dieses Team sagen würde, hier brauchen wir Erfahrung aus der Vorstandsebene, dann können die natürlich helfen, aber nicht um Kontrolle auszuüben. Ich meine, und das, was dort entwickelt wird, und das ist das Wichtige, das, was dort entwickelt wird in der Theorie, muss in die Praxis überführt werden. Weil was ich oftmals sehe, ist, dass dieser Inner Circle, diese Unit oder dieses Startup oder was auch immer, in der Theorie alle Rechenoperationen durch exekutiert, aber nicht ins Doing kommt. Und das ist zu wenig. Vielleicht muss man das auch nochmal jetzt so verdeutlichen. Also was machen die da? Die schreiben Konzepte. Die machen vielleicht nur einen Prototyp, aber die wenden ihn nicht ab. Für ein Geschäftsmodell oder für innere neue Prozesse? Oder das kann sein, dass die an einer E-Commerce-Lösung arbeiten. Das kann sein, dass sie zum Thema künstliche Intelligenz unterwegs sind. Es geht hier um digitale Produkte oder eine Mobile-App. Ja, die haben jetzt ein super Konzept für eine Mobile-App. Und dann wird das Storyboard dem Vorstand präsentiert. Okay, noch voll sogar früher, ne? Also jetzt nicht erst bis zur Prototyp-Entwicklung. Kann auch sein. Kann man ja auch, okay. So, und dann wird das präsentiert. Und die finden das sogar auch ganz cool. Und jetzt wird auf dieser Basis eine Entscheidung getroffen. Über Tod oder Leben. Ja? Und die Entscheidung, glaube ich, muss aber in diesem Team stattfinden. Das heißt, die Präsentation des Storyboards oder des Prototyps kann ja erfolgen. Ja? Aber sie brauchen die Legitimation zu sagen, wir dürfen es auch testen. Wir dürfen auch Fehler machen. Wir dürfen auch scheitern. Klar, okay, das ist ganz und das klar. Und das ist dieses richtig. Praktische. Ja? Ja. Dass wir uns von dieser Ingenieurdenke verabschieden und sagen, wir müssen das erst bis zum Perfektionierungsgrad treiben und so viele Marktforschungen gemacht haben, so viele AB-Testings gemacht haben, ja, bis wir uns auch 1000% sicher sind, dass es funktioniert. Und vor allem bis der Prozess durchlaufen wäre, hat sich die digitale Welt wahrscheinlich schon dreimal gedreht und das ganze Ding kannst du dann wieder. Ja. Und was mir auch gerade noch gedacht ist, weil das braucht ja im Grunde dann auch wieder eine Gegenstrom-Mentalität sozusagen, ne? Dadurch und auch den Mut zu haben, dann auch Fehler zu erlauben. Ne? Also braucht dann halt, okay, das heißt aber auch, selbst damit ist es nicht getan, sondern im Grunde muss die Unternehmensführung muss auch, wie soll ich sagen, nicht nur sowas einrichten, sondern auch selber das positiv vorleben, Begeisterung erzeugen und auch sozusagen Mentalitätswechsel vollziehen, ne? Und auch dahin kommen zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wir machen das ein bisschen Lean Startup-mäßig und lass mal erstmal, wir geben dem Ding jetzt mal ein halbes Jahr und danach, und wenn das dann nichts ist, okay, dann kann man immer noch schauen. Ne? Genau, aber ich muss wirklich so vorgehen, die Ernsthaftigkeit eines solchen Projekts, weil das ist ja schnell gemacht, ja. Dann sage ich, hey, wir machen jetzt hier einen auf Biotop, ja. Wir gründen jetzt mal so eine kleine Denker-Unit, ja, und dann war's das. Aber die Ernsthaftigkeit fängt dann an, wenn Budgets bereitgestellt werden. Ja, klar, Ressourcen. So, das ist der Hebel. Ja. Das heißt, ich muss den Mut haben, über die Brücke zu gehen und die Brücke hinter mir anzuzünden. Ja. Das heißt, ich muss diesem Team sagen, ihr habt 1 Million, und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ja. Es muss dem Unternehmenszweck dienen. Ja? Und wenn ich bereit bin, auf Vorstandsebene, auf Geschäftsführungsebene, dieses Budget im Notfall zu verbrennen, dann habe ich aber verstanden, was diese Unit machen soll. Und dann habe ich auch der Unit signalisiert, zu sagen, Leute, es ist wichtig, eure Arbeit ist wichtig, eure Arbeit ist wertvoll. Wir haben Geld bereitgestellt, dass ihr euch ausprobieren könnt. Macht. Ja, super. Ich meine, um jetzt wieder auf das Zitat zu kommen, könnte man es jetzt dann auch so anwenden, dass man, sagen wir mal, jetzt ein börsendatiertes, dotiertes Unternehmen, Aufsichtsrat und wie heißt das andere nochmal? Was gibt es da noch? Also Aufsichtsrat. Genau, also die ganzen, also ne, sagen wir, du bist der Geschäftsführer und musst quasi gegen den Strom halt der ganzen, ne, der ganzen Institution springen, weil die sind am Ende verantwortlich, dass das Geld dann halt nicht immer nur weniger wird. Weißt du, was ich meine? Also auch da, ne? Musst du dann halt auch, okay, mal irgendwie dich vielleicht, also könnte ich mir auch so vorstellen, dass du dann sagst, okay, aber nur so komme ich an die Quelle. Und wenn wir das Thema wirklich ernst nehmen und weiter auch marktfähig bleiben wollen, müssen wir jetzt halt einfach auch mal gegen den Strom, also ne, beziehungsweise da durch und auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und
so weiter. Es ist oft eine Frage, ja. Also das, was ja auch immer wieder festzustellen ist, ist, wo kommt der Budgettopf her? Ja? Wo ist denn unsere Biotop-Abteilung? Mhm, ja? Also das Controlling sagt hier, Marketing, das ist euer Betrag, Vertriebsabteilung, das ist euer Budget. Ne? Dann gibt es noch eine Personalabteilung mit Budget. Ja, IT. Aber es gibt halt dann diese Inkubator-Abteilung nicht, die das Budget bekommt. Und das ist ja so ein Thema, deswegen auch C-Level, dass man wirklich von oben aus dem Pyramidenkopf entscheidet, loszulassen, Geld zu geben, also die Ernsthaftigkeit dahinter zu unterstreichen, sich ganz bewusst aus der Entscheidungsfindung rauszuhalten, ganz bewusst, und dieses Risikomanagement dieser Unit oder dieses Inkubators zu überlassen. Also sich wirklich rauszunehmen, egal wie Erfahrung man meint zu haben, und die wirklich mal machen lässt. Und dann finde ich es total genial, wenn da junge Leute drin sitzen, ja, Generation Y, ja, und so kreativ sind, weil sie diese Freiheiten haben, als würden sie selbst eine Firma aufbauen. Ja. Das Potenzial ist unglaublich. Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt die ganzen zündenden, durchbrechenden Ideen anguckt, sind die ja alle genauso entstanden. Ne? Ja. Da ist ja nichts aus der Pyramide entstanden. Und um vielleicht auf das Zitat zurückzukommen, ich erhalte mir als Unternehmen den Zugang zur Quelle. Ja, klar. Weil ja. ich dem einfach Raum gegeben habe. Ja, ich habe einen Ort definiert, wo Ideen entspringen dürfen. Ja? Und auf diese Weise schaffe ich auch das Wasser, um die Quelle klar zu halten. Ich bin wieder mal total begeistert, wo der Fluss uns jetzt hingetragen hat. Man kann sich dann überlegen, ob wir jetzt nahe der Quelle sind oder weit weg oder auch mal zwischendurch. Aber Wahnsinn. Also interessanterweise habe ich es diesmal jetzt gar nicht, habe ich in die Richtung gar nicht assoziiert am Anfang, aber es leuchtet natürlich total ein und sind ein paar interessante Gedanken, denke ich, entstanden, oder? Wie siehst du das? Ja, ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, was die Community dazu sagt. Ich auch. Das ist ja immer unser Standardaufruf an euch da draußen, mit uns mitzudenken und vor allen Dingen mitzukommunizieren. Eure Gedanken zu diesen großartigen Zitaten, die der Michael jedes Mal auskramt. Uns einfach mit euch dazu auszutauschen. Und ich würde mich total freuen, dass vielleicht auch in unserer Messenger-Gruppe bei WhatsApp, Facebook Messenger und Co. Ja. Zu machen. Da habt ihr einen direkten Draht zu uns. Wir reagieren prompt. Absolut. Und live. Nicht nur der Bot. Ich wollte gerade sagen, wenn entweder die KI, wenn wir beschäftigt sind. Oder, ne? Und ansonsten gerne auch Zitatvorschläge. Yes. Ne? Es wird ja auch von Woche zu Woche jetzt nicht leichter, immer auf gute Zitate zu kommen, aber ich habe da einen guten Fundus. Nein, aber okay. Ne? Also wir freuen uns total. Einfach Feedback ist so wichtig, so oder so, auch einfach, ne? Macht doch mehr Spaß. Macht mehr Spaß. Ja. Ne? In diesem Sinne, Michael, vielen Dank für den Kaffee. Er war extra stark. Immer gerne. Und bis bald. Bis bald, ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.